In einer früheren Sendung haben wir über den Tag der offenen Tür des renovierten Lenau-Haus am Ende des Sommers berichtet. In der ersten Oktoberwoche wurde das Gebäude in einer feierlichen Zeremonie offiziell eingeweiht. Der Lenau-Verein ist seit mehreren Jahrzehnten in der Munkácsy-Mihály-Straße ansässig, aber das Haus war renovierungsbedürftig. Vor 40 Jahren wurde der Lenau-Verein gegründet, damals noch zu sozialistischen Zeiten. Das war damals ein sehr wichtiger Schritt in Richtung Nationalitäten, wie Nationalitäten ihr Alltag, ihre Kultur, ihre Identität bewahren können. Die damaligen Wirkenden nannten sich als Fackelträger und sie haben eine sehr wichtige Rolle gespielt, weil seit dieser Zeit alles, was im Lenau-Haus passierte, das wurde da überall zerstreut. Also die Ideen, die Initiativen wurden dann überall im Lande dann verwirklicht. Und seitdem gibt es wieder eine Neubelebung der ungarisch-deutschen Kultur hier in Ungarn. Auch auf politischer Ebene wurden die Möglichkeiten immer größer. Und das Lenau-Haus spielte immer eine sehr wichtige Rolle, nicht nur regional, sondern auch auf Landesebene. In der Kultur, in der Politik der Ungarndeutschen. Institutionen wie das Lenau-Haus sind Zentren der kulturellen und nationalitätenpolitischen Tätigkeit. Wir müssen in den verschiedenen Regionen Ungarn solche Häuser haben, haben wir auch, wo sich die Deutschen zusammenfinden können, wo auch kulturelle Veranstaltungen stattfinden können, aber nur ganz einfach das Vereinsleben mit privaten Gesprächen, mit Chorzusammenkünften und so weiter, wo man zusammenkommen kann, wie eine Stadt jetzt wie Pécs auch, fünf Kirchen, wo selbstverständlich viele Ungarndeutsche leben. Für die ist das dann ein Ort, wo sie sich treffen können und wo sie miteinander auch sprechen können, auch ihre Muttersprache gebrauchen können. Also auf jeden Fall sind diese Zentren ganz, ganz wichtige Säulen unseres ungarndeutschen Daseins. Die Renovierung wurde von der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen unterstützt und die Eigentumsverhältnisse des Hauses wurden einvernehmlich geändert. Neben dem Lenau-Verein beherbergt das Gebäude auch viele andere Organisationen. Also die Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen hat jetzt das Lenau-Haus, das Gebäude auch in den eigenen Besitz übernommen. Und schon vor einigen Jahren ist die Idee aufgetaucht, dass das Haus erneuert werden müsste. Und die Landesverwaltung der Ungarndeutschen hat sich dann um Gelder bei der ungarischen Regierung beworben und wir haben 750 Millionen Forint erhalten. Und selbstverständlich mussten wir auch aus der eigenen Kasse was beisteuern, aber das Haus konnte vollkommen erneuert werden und heute ist die Übergabe. Die innere Ausstattung, also Möbeln, haben wir von dem Bundesministerium des Inneren aus Deutschland bekommen. Und so, wie auch der Herr Staatssekretär das heute hervorgehoben hat, ist diese dreifache Einheit, also die Ungarndeutschen und der deutsche Staat, haben gemeinsam praktisch dieses Haus jetzt zum Leben gerufen oder neu erstellt sozusagen. Miklós Soltész, Staatsminister für religiöse Angelegenheiten und Nationalitäten, betonte, die Bedeutung der Unterstützung von Nationalitäten sei es in kulturellen Einrichtungen und Programmen oder im Bildungsbereich. Visszatekintünk az elmúlt évszázadokra, akkor lehet látni azt, hogy német közösség Magyarországon mennyi mindent épített, kultúrájával mennyire gazdagította ezt az országot és nemzetet, és hozzáteszem, hogy vallásában, hitében is mennyire megőrizte azt, amire oly nagy szüksége van a mostani Európának is, és Magyarországnak is. És amikor egy ilyen beruházást támogatunk, tulajdonképp ezt a törekvést becsüljük meg és köszönjük meg. Majd még egyszer mondom, hogy útmutató többi nemzetiség számára is, és ezért van az, hogy akár itt Pécsen, mondjuk a horvátoknak is a kulturális intézményét megújíthattuk, illetve sok-sok millióval támogattuk, forintból támogattuk, de szerte az országra igaz ez a kulturális tevékenységre is. De azt kell mondanom, hogy nyilván nem merülhet ki a nemzetiségek támogatása csak a kulturális tevékenységben, hanem ugyanilyen fontos számunkra az oktatás és a nevelés is. Sokan járnak például ide Pécsre is, Koch Valéria iskolába, vagy jártak, végeztek ott, nagyszerű embereket adott, fiatalokat adott ennek az országnak az iskola, és mindez azért lehetséges, mert a
kormány és a nemzetiségi vezetők, német, horvát vagy bármilyen más iskola intézmény fenntartó vezetők között nagyon jó a kapcsolat. És tulajdonképp 100%-osan azt a támogatást megkapják, mint bármilyen más iskola. Das Lenau Haus arbeitet mit mehreren ungarndeutschen Organisationen zusammen, unter anderem mit der ungarndeutschen Selbstverwaltung von 5 Kirchen. Also dadurch, dass ich Vorsitzender des Lenau-Vereins bin und bisher der Vorsitzende der Deutschen, ist dieser Zusammenhang sehr eng. Auch die Mitglieder halten es wichtig, dass wir sehr eng zusammenarbeiten. Wir haben auch sehr viele Projekte, fast alle Projekte, die wir machen, machen wir gemeinsam und versuchen auch die Gelder so zu bewerben, dass jeder seinen eigenen Teil hat wir können es nur so machen, dass wir zusammenarbeiten. Also gegeneinander können wir nicht arbeiten. Das Lenau-Haus kann auch mehrere Personen beherbergen und bei Bedarf Konferenzräume zur Verfügung stellen.